So, hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Videorezension von Millennium Blades, einem Collectible Card Game Simulator Card Game, oder wie hier auch der Untertitel ist, ne, ein Board Game about Collectible Card Games and the Gamers who play them. Das heißt, in diesem Spiel spielen wir quasi Menschen, die ein Collectible Card Game spielen. Also es sind ja so Sammelkartenspiele, wo man sich immer irgendwie neue Karten dazu kaufen muss, so irgendwie was wie Magic oder sowas. Nur dass das Spiel hier im Prinzip, also es ist kein Collectible Card Game, das heißt, es ist schon fertig, muss ich da nicht ständig 1000 Karten dazu kaufen. Da sind so viele Karten bei. Also hier ist allein eine Übersicht der ganzen Karten, die es da drin gibt. Das sind jeweils Sets mit so 7, 8, 9 Karten. Insgesamt sind da, glaube ich, über 700 verschiedene Karten drin. Da hat man echt richtig lange Spaß mit. Das allein die gleichen Sets kann man immer wieder spielen. Und ist für 2 bis 5 Spieler, dauert so 2 Stunden, Intensität ist hoch, also man kann sich echt gut reindenken, das werden wir auch gleich mal sehen. Und das Schöne bei diesem Spiel ist, es hat so eine echt, also wir spielen, wie man das ja auch bei Magic und so macht, so Turniere, für die wir dann Punkte bekommen. Die Turniere nehmen aber einen relativ kurz, das ist im Prinzip wirklich wie bei so einem Living, oder wie bei so einem Magic-Spiel, da ist ja auch so, das eigentliche Spielen ist dann ja wirklich nur noch so das Deck, das man sich vorher zu Hause optimiert hat, spielt mal drunter und guckt, wie viele Punkte das bringt. So ähnlich ist das hier auch. So die Hauptphase, wo man sich dann sein Deck zusammenstellt, neue Karten reinholt, hofft, dass man irgendwie gute Karten bekommt, dass sie irgendwie zueinander passen, gute Synergieeffekte haben. Die nimmt einen Großteil des Spiels aus und die findet gleichzeitig statt. Da gibt es so 3 getimte Phasen und darum ist es eigentlich fast egal, ob man das Spiel mit 2 oder mit 5 Leuten spielt, weil diese Phasen, die dauern halt immer irgendwie 7 Minuten und da ist es egal, ob wir 2 Leute oder 5 Leute sind. Das verlängert das Spiel nicht wirklich. Also ich würde mal sagen, wenn man zu 5 Leuten spielt, dauert es vielleicht so eine Viertelstunde länger, als wenn man es nur zu 2 spielt. Am Anfang hat jeder einen so ein Set. Also ich habe jetzt hier schon mal das Single Card Starter Pack Saints of the White Homes. Dann gibt es hier noch andere, die Green Do Bazaar oder sowas. Das sind einfach schon mal unterschiedliche Karten, die, wie man hier schon sieht, irgendwie unterschiedliche Symbole haben, unterschiedliche Sachen können. Und normalerweise würden wir jetzt eine Phase spielen, wo wir schon mal anfangen, uns unser Deck zu bauen. Das heißt, wir spielen nicht nur mit diesen Karten, die wir haben, sondern können hier aus der Auslage schon Karten kaufen, können gucken, wie passen die Karten zusammen, was haben die für Synergieeffekte. Im Turnier später spielen wir dann 6 Karten. Wie holen wir da das meiste an Punkten raus? Aber die Anleitung sagt, zum Kennenlernen soll man einfach mit den Karten, die man hier hat, einmal so ein Pre-Release-Turnier spielen, damit man einmal so weiß, wie funktionieren die grundsätzlichen Mechaniken, wie interagieren die Karten, und das machen wir jetzt auch. Also wir spielen einmal erst ein Pre-Release-Turnier und danach zeigen wir euch dann die Echtzeitphase, wo man so das Kartendeck zusammenstellt. Da werde ich meinem Mitspieler auch ein paar Vorteile geben, wenn er mir zuhört, weil ich werde euch natürlich während der Phase erzählen, was ich mache und warum und wie ich mir das denke und was man da so für Überlegungen beanstellt. Ich glaube, so kommt man ganz gut da rein. Diese Echtzeitphase dauert auch einmal 7 Minuten, nochmal 7 Minuten, nochmal 6 Minuten. Da denkt man erstmal, boah, krass, irgendwie 20 Minuten nur für diese Phase. Das dauert ja ewig, aber man ist da so drin und denkt sich da so rein, dass die Zeit eigentlich immer viel zu kurz ist. Und man denkt, ich hätte gern noch ein bisschen. Und das ist echt schick gemacht. Also wir haben das jetzt einmal erst gespielt, deswegen haben wir auch noch nicht alle Sachen drin, die es da so gibt, aber so den grundsätzlichen Kern, worum es geht, kann man, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Und dann könnt ihr auch, glaube ich, schon rausfinden, ob das ein Spiel für euch ist oder nicht. Es ist im Grunde seines Herzens auch wirklich eher so ein Deckbauspiel, das eigentlich relativ einfach gehalten ist, aber wo man sich wirklich richtig reindenkt und irgendwann dann gerade so, man spielt insgesamt 3 Runden, also 3 Turniere, und gerade im letzten, da hat man dann schon so ein Grunddeck an Karten und dann guckt man nur noch, wie optimiert man das und was macht man da dran, und das ist echt spaßig. Also ich habe nicht so erwartet, dass mir dieses Spiel so viel Spaß macht, wie es mir jetzt, wie es mir Spaß gemacht hat, aber ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal an. So, jetzt spielen wir das Pre-Release-Turnier. Im Prinzip spielt jetzt einfach nur jeder Spieler hier der Reihe nach Karten aus und zwar so für sich und handelt dann die Effekte ab. Ab und zu interagiert man auch mal mit den anderen Spielern, dass man sich da so ein bisschen prügelt. Das gucken wir uns auch gleich mal an. Auf der Hand hat man immer diese normalen Karten, die einfach in das Deck gehören, und zum Beispiel auch so eine Deckbox. Da gibt es hier unten noch so eine extra Auslage für. Das heißt, man darf immer eine so eine Deckbox ausspielen, die einem irgendwelche Effekte gibt. Also hier steht halt dann irgendwie Gain 8. Das sind hier diese Ranking Points, also die Punkte, die ich brauche, um so ein Turnier zu gewinnen. For each light card in your tableau, maximum 30. Das heißt, ne, ich habe hier nur so light cards, die halt, ne, dieses Light-Symbol haben. Und wenn ich davon am Ende hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 ausliegen habe, dann würde ich dafür eben 8 mal 6, das wären also maximal 30 Punkte eben bekommen. Die spiele ich hier aus. Da gibt es später im Spielverlauf halt noch andere Deckboxen. Wenn ich da eine bekomme, wo ich denke, hey, die andere Deckbox ist cooler als die, die haben auch manchmal ganz andere Effekte, als einfach nur Punkte zu bringen, kann ich einfach beim nächsten Turnier eine andere Deckbox spielen. Und man hat so Accessory Cards. Jetzt habe ich hier zum Beispiel Deck Protectors, also Schutzhüllen für meine Karten. Damit kann ich verhindern, dass eine von meinen Karten umgedreht wird. Es gibt später die Mechanik, dass eine Karte, die ausliegt, geflippt wird.
das kann ich entweder selbst machen oder manchmal, wenn man sich gegenseitig bekämpft, dann, also wenn man so einen Clash macht, muss man das machen und dann bringt einem die Karte nichts mehr, weil halt die Werte hier oben sind wichtig, die Elemente, der Typ kann manchmal wichtig sein, um andere Karten zu triggern und wenn die Karte umgedreht ist, dann nützt mir das nichts mehr. Deswegen ist es immer ganz gut, so einen Deck Protector zu haben, weil der sagt als Reaktion, prevent a card in your tableau from being flipped by an opponent's effect. Das heißt, die lege ich jetzt hier hin. Und insgesamt später im Spiel auch darf ich eine Deckbox haben und zwei Accessories, die irgendwie auch noch mein Spiel ein bisschen beeinflussen. Und das macht mein Mitspieler im Prinzip auch. Das heißt, der legt da jetzt auch zwei Karten hin. Die eine Karte, also er hat auch die Deck Protectors und die andere Karte wird wahrscheinlich einfach dafür sorgen, dass er für Wasserkarten extra Punkte bekommt, weil er hat halt das Deck, wo hier diese Wassersymbole sind. Alle verschiedenen Typen von Karten und Elemente, die es gibt und so, gibt es hier. Also es gibt halt 2, 4, 6 verschiedene Elemente, Feuer, Air, ne, seht ihr hier, und verschiedene Typen von Karten, ne, also irgendwie Tiere, Konstrukte, Bürger, Soldaten, Magier. Und die haben auch immer unterschiedliche Rarities. Also wir haben jetzt hier nur Karten aus dem Core-Set. Und natürlich gibt es dann Karten, die sind einfach toller, die kann man sich dann später kaufen. Expansion, Premium, Master, Bronze Promo, Silber Promo, Gold Promo. Und natürlich, je weiter unten im Ranking die hier stehen, umso toller sind die, umso teurer meistens auch und umso schwerer zu bekommen. Aber die sind dann halt auch immer besser und sorgen halt dafür, wenn man halt so eine Gold Promo Karte hat, die gibt dann so ein bisschen vor, wie man spielen sollte und wofür man richtig viele Punkte bekommen kann. Und da baut man dann auch so ein bisschen sein Deck drumherum. Hier oben werden die Punkte gerankt, was ich ja gerade schon erzählt habe. Ne? Hier gehen 8 Points for each Light Card. Wenn ich da jetzt irgendwie 8 Punkte bekommen würde, würde ich mir hier 8 geben. Würde ich nochmal 8 Punkte bekommen, würde ich hier wieder auf 6 gehen und auf 10. Also kann man es einfach tracken. Und man kann hier eben bis 300 kommen. Wir haben es im letzten Spiel geschafft, mit halt so einer vorherigen Kaufphase weniger und ohne irgendeine Ahnung, war das Maximum fast 200 Punkte in einem Durchgang. Das kann man, glaube ich, wirklich auf 300 oder auf knapp an 300 ranführen. Also das sollte möglich sein, wenn man halt wirklich das Spiel schon oft gespielt hat, die ganzen Karteneffekte kennt, die ganzen Synergieeffekte kennt und auch weiß, was man so für Karten in der Echtzeitphase sucht. So, das war jetzt erstmal so ein grober Überblick. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Dafür muss man sich jetzt natürlich auch, wenn man das erste Mal spielt, muss man eben immer viel lesen, deswegen auch diese Echtzeitphasen vorbeigehen. Das heißt, wenn ich jetzt anfangen würde, müsste ich mir erstmal hier meine Karten durchgucken und dann eine aussuchen, die ich davon spielen möchte. Okay, ich muss dazu sagen, dass diese Anfangskarten relativ uninteressant sind, deswegen bitte jetzt nicht so wirklich viel passieren. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel hier diesen Cayman, the Masked Priest, spielen. Der hat einfach einen ongoing Effect at the end of each of your turns. Achso, nee, ist okay. Flip your leftmost card and gain 5 Punkte Points. Das heißt, die spiele ich jetzt. Und jetzt bin ich quasi am Ende meines Zuges. Also muss ich meine am weitesten links liegende Karte flippen. Also umdrehen und dafür bekomme ich 5 Punkte, das heißt, hier wieder zurück auf 0, jetzt habe ich einfach 5 und dann wäre mein Mitspieler dran und würde auch eine Karte spielen. Und zwar Dauntless the Frozen, was macht die? Eigentlich macht die per se nichts, aber solange wie sie die Top-Karte ist, also die aktuellste, am weitesten rechts befindliche, nicht umgedrehte Karte, ist der Ongoing-Effekt im Spiel, dass keiner Ranking Points verdienen kann. Und am Ende, wenn ich wieder dran bin, wird die umgedreht. Also die verhindert mehr oder weniger im Zug des Gegners das Ausspielen von Karten, die Ranking Points geben. Pfui. Kann da, steht da nur Gain oder? Gain, ja. Ach, schade. Weil ich kann jetzt den Grand Inquisitor Melchior spielen und der hat so einen Play-Effekt. Lose 5 Ranking Points. If you don't have enough to lose, flip this card. Und score, gain 30 Points. Das heißt, wenn der am Ende noch offen liegt, bekomme ich dafür 30 Punkte. Natürlich versucht Marcel jetzt irgendwie, wenn das kann, die umzudrehen, wenn das einfach 30 Punkte mir dann fehlen würden. Ich würde die jetzt sofort flippen, wenn ich nicht 5 Punkte habe. Das heißt, die würde mir dann gar nichts bringen. Darum habe ich vorher die andere Karte ausgespielt, damit ich 5 Punkte habe, um die jetzt zu verlieren. Zack, dann flippe ich den nicht, dann bleibt der hier offen liegen. Und wenn die halt am Ende immer noch offen liegt, bekomme ich da einfach mal 30 Punkte. Ich bin mir sehr sicher, dass Marcel da was gegen tun wird. Aber warten wir mal ab. Es kommt hier eine auch sehr simple Karte, die hat einen Score-Effekt. Score-Effekte treten erst oder werden erst abgehandelt am Ende des Turniers, wenn die Karte nicht umgedreht wurde. Und man bekommt einfach 22 Ranking-Points für den Fall, dass rechts und links der Karte Karten desselben Types oder desselben Elementes liegen. Ja, Elementen ist immer das Symbol hier oben. Das heißt, im Anfängerdeck jetzt ist das relativ easy, weil die haben einfach alle das gleiche Element.
So, dann kann ich euch jetzt mal den Clash-Effekt zeigen. Ich kann jetzt dieses Schwert hier spielen, das Golorosion's Sword of the Heroes, Play, ne, dann bekomme ich 3 Punkte für jede Dark- und Light-Karte in meinem Tableau. Das heißt momentan nur 3, also würde ich 3 dafür bekommen. Und dann als Action, Clash with an Opponent, the winner gains 10 Punkte, also Points. Und beim Clash, da wird einfach, man clasht immer mit der Top-Karte. Die Top-Karte ist immer die Karte, die am weitesten rechts liegt, beziehungsweise wahrscheinlich einfach die Karte, mit der Clash-Effekt ausgelöst wird. Da guckt man, wie viele Punkte haben die hier oben. Ich habe 3, Marcel hat da 2 Punkte und dann wird zufällig noch eine Karte vom Stapel gezogen. Da habe ich jetzt leider nur 2 gezogen, das heißt, ich komme insgesamt auf 5. Ich komme auf 6. Ja, damit habe ich den Clash verloren. Und das bedeutet einfach, dass der Gewinner 10 Punkte bekommt. Also ich habe jetzt die Aktion hier benutzt, aber wenn man eine Aktion nutzt, dann muss man die Karte umdrehen. Und die Karten, die wir hier jetzt gezogen haben, die kommen jetzt hier schon mal in die Aftermarket Area. Und das sind Karten, die wir uns später dann kaufen können. Das heißt, wenn da eine richtig coole Karte bei war, auch eine hohe, teure, dann kann man sich die kaufen, wenn man das Geld dafür ausgeben möchte. Und das war jetzt meine Runde. Das ist übrigens relativ, also es war im letzten Spiel auch so, dass hier am Ende sehr viele geflippte Karten liegen und dann denkt man, okay, das war wahrscheinlich immer so, man muss das irgendwie verhindern. In den Turnieren danach war das eher selten der Fall. Kommt aber auch immer ein bisschen natürlich auf das Deck an, das man sich baut und was man damit so macht. Okay, dann spiele ich jetzt den Luge, Wrestler of Light. Der beim Play hat den Effekt, you may flip a card in your tableau if you did gain points equal to twice its star rating, gain 7 if it has a score effect. Das heißt, ich flippe jetzt die Karte, bekomme dafür ja zweimal so viele Punkte, wie der Sternewert ist, also einfach 10 dazu. Und da sie einen Score-Effekt hat, bekomme ich nochmal 7 dazu. Das heißt, insgesamt bin ich jetzt schon bei 20 Punkten und die Karte hier wird geflippt. Ihr werdet euch jetzt fragen, warum ich das gemacht habe. Das hat einen Plan. Nächste Karte. Diese hier, play, gain 16 ranking points, if there are at least 3 different types. Ne, types sind immer die Symbole hier unten, die auch hier nochmal zu sehen sind. So, dann spiele ich jetzt die Aurella, Priestress in Training. Ongoing adjacent cards cannot be flipped by an effect an opponent controls. Und beim Scoren bekomme ich einfach so viele Punkte, wie die Sterne der nebenanliegenden Karten liegen. Das heißt, jetzt passiert erstmal nichts, aber die Karte kann nicht geflippt werden. Die Karte, die hier liegt, dann später auch nicht. Na, dann kommt diese Karte ins Spiel. Play für 4 Punkte. 1, 2, 3, 4. Und dann hat sie auch eine Action, nämlich den Clash. Und den löse ich auch aus. Da steht es dann 6. Zu 6? Unentschieden, da gewinnt keiner. Oh. Dark Remorph, pure evil. Gut, und dann spiele ich jetzt den Fottere, den Ghost Hunter. Reveal a face-down card in your tableau. Da reveal ich jetzt mal vielleicht diese Karte hier. Und damit bekomme ich doppelt so viele Punkte, wie sie Sterne hat. Also nochmal 10, ne, weil sie hat ja 5. Also bekomme ich 10 dazu. Bin jetzt also bei 30 insgesamt. Und das war's auch für mich. Also ich kann jetzt keine Karte mehr spielen. Jetzt kann nur noch Marcel eine Karte spielen, mir irgendwie nochmal alles kaputt machen oder selbst noch das Optimum Punkten rausholen. Ich habe noch eine kleine Karte. Copy a play effect on a card to the immediate left. Also den play effect hier kopieren. Dann clashen wir nochmal, ne? Ne, nur den play effect. Achso. 1, 2, 3, 4. Und left deswegen, weil ich die Karten eigentlich falsch rum hingelegt habe. Mhm, naja. Dann wird jetzt geguckt, was haben wir hier so für Score-Effekte. Ich habe ja den hier, dass ich 8 Punkte für die Light-Karte bekomme, die ich in meinem Tableau habe. Da bloß nur die Karten, die hier oben liegen. Also 1, 2, 3, 4. Das heißt, ich bekomme nochmal 32 Punkte. Also bin ich hier bei 30. Ich bekomme 30, also bin ich bei 60 Punkten. Und dann habe ich ja hier noch den Score-Effekt, dass ich nochmal 30 Punkte bekomme. Das heißt, damit bin ich bei 90. Schade, dass das mit dem Kopieren nicht geklappt hat. Und dann habe ich hier noch den Score-Effekt, dass ich Punkte bekomme, all card adjacent to this one. Das sind nochmal 6. Das heißt, damit bin ich jetzt mit 96 Punkten aus dem Turnier gegangen und das ist auf jeden Fall schon mal deutlich besser, als es im ersten Spiel der Fall war. Bei mir sind es hierfür nochmal 8 für jede blaue Karte, Maximum 30, also 30, 1, 2, 3 und dann hier 22, wenn die angrenzenden das gleiche Element haben, was sie tun, also 22. Diese Karte hat denselben Effekt wie diese, also sind es 44 insgesamt nochmal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So.
Also da ist es wahrscheinlich auch so, dass es natürlich für dieses Anfangsdeck, da wird es einen optimalen Weg geben, das zu spielen. Und wenn man den raus hat, spielt man das halt immer so. Deswegen gibt es auch dieses Pre-Release-Turnier. Das spielt man normalerweise nicht, wenn man das Spiel schon kennt. Dann fängt man gleich mit dieser Deckbauphase an, dass es halt nicht so gescriptet ist. Das haben wir jetzt einfach nur nochmal gemacht, um euch auch erstmal so grundsätzlich zu zeigen, wie funktioniert so ein Turnier. Und damit man auch die Überlegung, die wir jetzt gleich in der quasi Kaufphase anstellen, damit man diese ein bisschen besser nachvollziehen kann. So, jetzt haben wir das Turnier gespielt, das Pre-Release-Turnier. Ich glaube, die Punktestände waren 104-92. Also ist auch egal, wichtig ist im Prinzip nur, wer vorne ist. Und das sind aber nicht die Punkte, die man jetzt irgendwie am Spielende hat. Also es wären nicht irgendwie 100, 300, 400, 500 Punkte. Sondern wer in dem Turnier Erster geworden ist, also die meisten Ranking-Points hat, der bekommt jetzt in dem Fall 7 Punkte gut geschrieben, die dann hier eingetragen werden. Ich bin Zweiter, das heißt, ich bekomme 5 Punkte. Das heißt, momentan steht es 7-5. Und jetzt findet dann die nächste Phase statt, in der wir eben unser Deck bauen, uns Karten kaufen aus den verschiedenen Sets. Und da haben wir am Ende hier in der Deck-Area, da legen wir halt 8 Karten hin, plus eine Deckbox, plus 2 Accessories. Das heißt, ich kann von diesen Accessories hier 2 haben, von diesen Deckbox maximal eine und dann noch 8 Single-Karten. Also darf ich solche Karten haben und auch keine Karte doppelt. Es gibt manche Karten irgendwie 2-3 Mal im Spiel, darf ich aber trotzdem nur einmal hier haben. Das sind dann die Karten, die ich im nächsten Turnier dann auf der Rückseite quasi ausspiele, um damit meine Punkte zu machen. Alle Karten, die ich irgendwie nicht gebraucht habe, die kommen hier in den Binder, die habe ich dann in der nächsten Runde noch zur Verfügung, um daraus wieder irgendwelche anderen Sachen machen zu können. Und ich kann mir hier noch so eine Set bauen, so eine tolle Sammlung, wo ich zeigen kann, hier guck mal, was ich für geile Karten habe. Und dann sagen meine Freunde, boah, voll geil, du bist voll cool. Und kriege dafür auch nochmal dann wirklich richtige Punkte. Und da ist eben wichtig, die müssen es müssen mindestens 2 Karten sein, damit ich dafür überhaupt Punkte bekomme. Und die müssen entweder ein gleiches Element oder einen gleichen Typ haben. Das heißt, in dem Fall hier wären das ja alles Wasserkarten. Also ich könnte da zum Beispiel die Karte reinspielen, die, dann hätte ich hier jetzt ein Set, also eine Sammlung aus 4 geilen Karten, wenn ich die rumzeige, sind alle, wow, cool. Und dann würde man hier wieder gucken, Collection mit 4 Karten gibt 7 Punkte. Das heißt, nach der Runde 1 würde ich mir hier für die Collection 7 Punkte eintragen. Und normalerweise baut man sich nur eine Collection. Im Spiel zu zweit dürfen wir uns 2 Collections bauen, um da einfach nochmal Doppelpunkte zu bekommen. Ich weiß nicht, warum es die Regel gibt, ist auf jeden Fall ganz nett, weil so kann man halt mit dem Geld in den Karten immer halt noch relativ viel anfangen. Und dann gibt es eben im Mehrpersonenspiel noch Punkte. Man kann so Friendship-Punkte bekommen, wenn man irgendwie Karten tauscht und anderen Leuten coole Karten gibt und dafür irgendwie Punkte bekommt. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Die Möglichkeit gibt's noch. Das macht, glaube ich, auch mehr Sinn, wenn man es mit mehr Leuten spielt, nicht im Spiel zu zweit. Und am Ende Geld. Hier, das Geld ist sehr cool gemacht. 4 Geld sind jeweils ein Punkt. Wobei das hier ist halt so ein Bündel von Scheinen und das ist aber trotzdem nur ein Geld. Ne? Also wenn man die Bündel hier hat, dann wären das jetzt nur 4 Geld. Das Ding zusammenzubauen, also die Sachen zusammenzubauen, die kommen nicht so geliefert, die kommen in einzelnen Scheinen, die man dann jeweils zu, ich glaube, das sind 10 Stück oder so, bündeln muss und dann dieses Ding darum machen muss. Und ihr seht ja, wie viel Geld das ist. Das dauert schon so ein bisschen. So einmal Portugal Wales kann man damit füllen. Und wie gesagt, da zählen halt 4 am Ende einen Punkt. War bisher noch nicht so wichtig, wenn wir das Geld lieber immer rausgeben, um dafür Karten zu kaufen. Das hat meistens eine bessere Punkte-Ratio. So, dann räumt man sein Tableau ab, nimmt einfach alle Karten wieder zurück auf die Hand und dann dreht man hier auch das, den Spielplan um. So, jetzt beginnt dann quasi die Hauptphase des Spiels. Also natürlich am Ende, das Tournament ist das, wo man halt Punkte bekommt, aber das ist jetzt so die Phase, wo man sich am meisten reindenkt. Da hat jeder erstmal 30 Geld bekommen. In der nächsten Runde wird auch der 30 Geld bekommen. Das Geld, das man nicht ausgibt, nimmt man mit in die nächste Runde. Wir haben jetzt erstmal 7 Minuten Zeit. In der Phase können wir halt Karten kaufen. Hier stehen immer die Kosten drauf. Das heißt, diese Grundkarten, die kosten immer 3 Geld. Karten aus anderen Decks, wie hier zum Beispiel aus dem AD 2400 Deck, kosten 5 Geld. Wir wissen immer nicht so wirklich, was da drin ist an Karten. Man sieht nur hier die Übersicht der Symbole, was da so potenziell drin sein kann. Das heißt, es gibt auch immer, na, hier ist zum Beispiel keine einzige weiße Karte drin. Ist vielleicht für mich nicht so interessant. Und das gibt, glaube ich, auch so ein bisschen die Häufigkeit an. Also hier weiß man, dass diese Tierkarten wahrscheinlich am häufigsten vorkommen werden und die anderen Karten dann dementsprechend ein bisschen weniger. Man kann auch immer die oberste Karte vom Nachziehstapel kaufen, wenn man es möchte. Sobald man hier eine Karte kauft, wird eine neue hingelegt vom Nachziehstapel. Man kann auch hier Karten kaufen. Es gibt ja hier diese Bronze-Promokarten und diese Silber-Promokarten und die Gold-Promokarten. Ne, bei den Gold-Promokarten, die sind eigentlich alle so aufgebaut, dass man da dann Punkte bekommt und zwar entsprechend hier
alle Feuerkarten, die man hat, was die an Sternen hier oben haben, das wird addiert und so viele Punkte bekommt man dann. Und da kann man halt richtig viele Punkte raushauen. Und um die zu bekommen, muss man 5 Karten abgeben, 7 Karten abgeben und 9 Karten abgeben. Die kommen auch komplett raus aus dem Spiel. Und dann nimmt man natürlich meistens so einfache Karten, die irgendwie nicht so wichtig sind. Man holt sich halt auch ganz, ganz viele Karten dazu. Und dann bekommt man die. Und dann gibt es noch die Aftermarket Area. Wir haben ja eben gesehen, dass man mit dem Clashen auch einfach Karten vom Nachziehstapel zieht. Die kommen dann hier hin. Und ich kann jetzt auch in dieser Phase sagen, okay, die Karte hier, ich brauche irgendwie Geld, den Grand Inquisitor Melchior verkaufe ich. Leg da halt so einen Marker drauf und bekomme da jetzt so viel Geld für, wie hier oben der Sternewert ist. Das heißt einfach 5 Geld. Ich kann nur so viele Karten verkaufen, wie ich hier Marker habe. Das sind jetzt auch so viele, weil wir 2 Personen sind. Wenn wir mehr Leute wären, hätte jeder auch weniger Marker, könnte also weniger Karten verkaufen. Und man kann immer alle Karten, die da liegen, auch wieder kaufen, außer die, die man selbst verkauft hat. Die sind für einen selbst gesperrt, deswegen hat auch jeder so eine Farbe zugeordnet und da muss man eben drauf achten. Aber das gibt eben auch nochmal Möglichkeiten, weil manchmal braucht man ja bestimmte Elemente, bestimmte Sterne, bestimmte Typen und dann bedient man sich halt auch aus dem, was in den letzten Runden so überhaupt auf dem Markt war. Dann gibt es hier hinten noch so Metagame-Karten. Die kann man auch aufdecken. Also am Anfang wird so eine Karte aufgedeckt. Das ist ein Fire-Boost. Und der sagt jetzt einfach, du musst mindestens eine Karte mit so einem Fire-Element drin haben. Dann kriegst du einfach nochmal 15 Punkte. Hast du das nicht, bekommst du die 15 Punkte nicht. 15 Punkte ist schon ordentlich, gerade in der ersten Runde. Später kann man sich überlegen, ob man es braucht oder nicht. Aber wenn man das irgendwie einbauen kann, die 15 Ranking-Points quasi mitnehmen kann für das Turnier, dann ist das schon ganz gut. Da wird jetzt bei den ersten 7 Minuten eine Karte aufgedeckt, dann ne, tauschen, handeln, kaufen wir irgendwie, dann werden nochmal 7 Minuten gespielt, da wird noch eine Karte für aufgedeckt, das heißt jetzt brauchen wir diesen Kartentyp, also hier ist ein Citizen und wenn man den in seiner Auslage nachher liegen hat im Turnier, bekommt man auch nochmal 15 Punkte dafür. So, und jetzt fangen wir die Phase an. Das heißt, wir decken jetzt hier die erste Karte auf und sehen, dass das hier so ein Baum ist. Das ist ja Earth. Das heißt, für so eine Earth-Karte im Deck gibt es nachher 15 Ranking Points. Und ja, jetzt würde die Phase im Prinzip losgehen. Das heißt, jeder von uns würde jetzt 6 Karten bekommen. Das heißt, 2, 4, 6 für dich und 2, 4, 6 für mich. Dann würden wir jetzt 7 Minuten stehen und dann geht's halt los. Und die Phase ist jetzt natürlich auch zum Zugucken ein bisschen schwierig. Also ich werde, weil man eben auch viel lesen muss und das ist zum Zugucken sicher ein bisschen schwierig. Ich werde immer so ein bisschen erzählen, was ich mir dabei denke. Das macht man normalerweise nicht öffentlich, weil der Mitspieler soll das ja nicht hören. Wobei das auch nicht so schlimm ist, weil man ja auch so ein bisschen wirklich für sich spielt. Also es ist schon ein bisschen Interaktion vorhanden, aber das ist nur sehr begrenzt. Und wie man jetzt hier schon sieht, das sind schon ganz schön viele Karten, die ich da habe. Ich meine, die Karten, die ich in meinem Grundset hatte, die kenne ich ja schon. Das heißt, im Wesentlichen muss ich mir jetzt nur 9 Karten angucken. Das machen wir einfach mal gemeinsam. Ich werde versuchen, das ein bisschen zu kommentieren, das alles ein bisschen in die Kamera zu halten. Hier seht ihr auch so ein bisschen die Uhr im Hintergrund. Und ja, dann fangen wir doch einfach mal an mit der Phase. Wir gucken mal. Das sind ja hier alles meine Basiskarten. Das ist natürlich gut, weil wenn ich rede, lenke ich damit natürlich auch mal Mitspieler ab. Und wir gucken, was ich hier so habe. Manchmal kann man hier auch schon neue Deckboxen und neue Accessories haben. Habe ich jetzt nicht. Und ja, gucken, was da überhaupt Punkte bringt. Ne, hier, no ongoing effect, cards from the set of the tet. Also da kann ich halt eine Karte dranhängen und eine Karte aus dem Set bringt dann immer, wenn ich die spiele, 4 Punkte. Sets, das ist immer hier auf der Rückseite. Das sind hier die Basiskarten, das ist kein Set. Aber das hier wäre halt das No Man's Land Set oder das 006 plus 1 Set. Das heißt, ich könnte jetzt irgendwie die John Lennon Karte spielen dann später, könnte dann da den Nutjob dranhängen, das wäre eine 006 Karte und immer wenn ich jetzt dann noch eine Karte aus dem 006 Set spiele, bekomme ich dafür 4 Punkte. Da kann man halt auch so ein bisschen gucken, ob man da vielleicht viele Karten von hat, dass es passt, aber wie man jetzt hier sieht, habe ich nicht so viele Karten aus dem Set, als dass das Sinn machen würde und hier in der Auslage liegen auch nicht so viele Punkte. Der hier bringt, immer wenn ein Spieler eine 7 oder 8er Karte aufspielt, flippe ich die Karte und bekomme dafür 18 Punkte, also ne, Ranking Points, das ist ganz gut. Ist auch immer ein bisschen schwierig bei Punkten. Wenn ich jetzt von Punkten rede, geht es immer um die Ranking Points und nicht um die Siegpunkte. Und wenn die am Ende noch liegt, dann bekomme ich dafür einfach 15 Punkte. Die hier hatten wir auch. Wenn ich die hier ausspiele, dann bekomme ich 5 für jeden unterschiedlichen Typ von den Karten, die ich hier schon ausliegen habe in meinem Tableau gleich. Ne? Typ sind hier die unterschiedlichen Symbole. Und Danny, den flippe ich, wenn es mein Turn ist, flippe Karte Jason to this one, if you did gain equals to 3 times its star rating, Maximum 30 Punkte. Hm, okay. Und den hier,
Ja, da muss ich einfach nur zwei Karten aus dem gleichen Set haben und dann bekomme ich dafür auch nochmal 18 Punkte. Okay, da sind jetzt irgendwie noch gefühlt noch nicht so die supergeilen Karten bei. Deswegen kaufe ich einfach mal und gucke, ob da irgendwelche Karten bei sind, die mir was bringen. Wobei jetzt habe ich natürlich den Nachteil, dass hier fast keine Karten ausliegen, die so ein weißes Symbol haben, so ein Leitsymbol. Das ist halt das, was ich prinzipiell brauchen würde. Deswegen gebe ich erstmal vielleicht einfach 12 Geld aus. Nehmen wir dann so 12 Scheine. Und das machen wir jetzt auch alles in Echtzeit. Ne? Also wenn ich irgendwas kaufen muss, damit Spiel wegkauft, habe ich einfach Pech gehabt. Und würde mir dann mal 4 Karten kaufen. Und habe die dann auf der Hand. Dann kommen hier auch gleich sofort neue hin. Das kostet natürlich auch ein bisschen Zeit. Wie ihr seht, jetzt sind schon 3 Minuten um. Wir haben eigentlich noch gar nicht so viel geschafft. Gucken, was ich da tolles Neues bekommen habe. Keine neue Deckbox oder sowas. Das gab sonst immer. Hier schon eine teure Karte, so eine 7er Karte. Play a card, name a card, each player must discard all copies of the card. Das ist natürlich wichtig, wenn man das Spiel schon ein bisschen kennt und weiß, welche Karten es so gibt. Und hier immer, wenn so eine 6er Karte ins Spiel kommt, dann wird die geflippt, nachdem die Effekte abgehandelt werden. Das ist gut. Top heißt eben immer, solange die Karte vorne liegt. Und Action, each player must flip a card in their Tableau. Das heißt, ich finde die alle gerade noch nicht so berauschend. Okay, hier kann ich clashen mit 2 Spielern und bekomme halt 15. Hier, wenn ich verliere, bekomme ich 15 Punkte. Das ist natürlich ganz witzig. Hier ist nochmal so ein Egg. Das ist wieder so eine Karte, die Karten kopiert. Und hier haben wir so ein Devouring Worm. Gain 5 for each citizen animal card in your tableau. Und da muss man natürlich wieder ein bisschen gucken. Hier Animal Cards habe ich jetzt schon irgendwie 3. Das heißt, mit der Karte, wenn ich die Karten spielen würde, wären das 15 Punkte. Da am Anfang sucht man noch so ein bisschen nach so einem Grundset, wo man irgendwie Punkte rausholt, wo man dann irgendwelche tollen Synergieeffekte hat. Später dann hat man so ein Grundset und da modifiziert man dann nur noch dran rum. Aber das ist eben auch in jeder Partie unterschiedlich, weil man hier immer ganz unterschiedliche Karten hat. Das heißt, ich könnte jetzt auch einfach sagen, okay, ich möchte vielleicht einfach diese Karten hier benutzen. Ich kann ja auch so eine Kollektion bauen. Ne? Hier kann ich diese Karten auslegen. Das kann ich jetzt offen machen oder verdeckt, das ist eigentlich egal. Das heißt, ich könnte die hier schon mal hinlegen. Das wären 4 verschiedene Karten, das heißt, es wären 7 Punkte. Und dann werden die Karten zwar raus. Und das wird auch erst am Ende also triggert. Also wenn ich jetzt da hinlege, kann ich die auch immer noch wieder auf die Hand nehmen, wenn ich merke, okay, ich brauche das noch irgendwo anders für. Ich könnte natürlich auch einfach meine ganzen Basiskarten dahin spielen. Ich bin mit meinem Deck noch nicht so wirklich zufrieden, noch keinen Plan. Und wir sind schon fast durch mit der Zeit. Und so eine Schlüsselsache. Nee, ich glaube, ich mache das mal ganz einfach. Und zwar überlege ich mal, welche Karten ich loswerden kann. Ich kann natürlich auch erstmal gucken, ob ich vielleicht Karten verkaufen kann. Was haben wir denn hier? Die hier zum Beispiel, den John Lamb. Den habe ich für 6 gekauft. Den habe ich bekommen auf die Hand. Das ist gut. Das heißt, den kann ich jetzt hier hinlegen in den Aftermarket. Und dann liegt er da, legt da einen meiner Marker drauf und bekomme dafür 7 Geld wieder zurück. Und das Geld kann ich im Prinzip gleich reinvestieren. Ich weiß nicht, warum die Karte hier offen liegt. Um mir nochmal billige Karten zu holen, so Dreierkarten. Warum werdet ihr gleich sehen. Das heißt, die hole ich mir jetzt, gebe dafür 9 Geld aus, also 10 weg. Einen nehme ich wieder auf die Hand. Und dann gucke ich mal, was ich da... Oh, eine neue Deckbox. Kingmaker, gain 35 Ranking Points. If you have a card in your tableau with more Star Ratings than any other card, any other player's tableau. Die werde ich wahrscheinlich nicht ausspielen können. Die hier ist natürlich ganz cool. Okay, ich kann ja mal versuchen, hier auf solche Promokarten zu gehen. Also kann ich gucken, welche Karten kann ich loswerden, welche sind vielleicht nicht so geil. Und da könnte ich zum Beispiel sagen, ja, ist jetzt natürlich auch schwierig, wenn man das Ding so gut kennt. Die ist natürlich auch ganz gut. Also letztes Mal habe ich das gleich am Anfang gemacht. Das gibt dann natürlich auch so wirklich ein bisschen die Richtung vor. Ja, das weiße Deck hier scheint auch so ein bisschen so ein Schutzdeck zu sein, wo man eben Karten schützen kann. Und da ist es natürlich auch gut, wenn man weiß, was die einzelnen Decks so machen und da auch so ein bisschen drauf aufbauen kann. Also ich könnte erstmal sagen, die Karte hier kann ich loswerden. Die 5 hier. Und dann gebe ich nochmal irgendwie gebe ich Geld aus? Ich weiß es nicht. Das Eck hier. Dann muss man gucken, was haben die Karten so für Effekte? Wie triggert das? Hier clashen finde ich doof. Sind dann 2, 4, 6 Karten. Flippen will ich auch nicht. Das sind 7. Dann könnte ich mir jetzt schon mal so eine
Oh, und da ist die Zeit um. Ich habe irgendwie gefühlt noch gar nichts gemacht, wobei ich jetzt nicht so viel gequatscht habe. Marcel hat sich da drüben schon irgendwelche coolen Sachen gebaut. Drücken wir auf OK. Und jetzt ist im Prinzip noch gar nichts Schlimmes passiert. Jetzt wird einfach nur die nächste Metakarte umgedreht. Das heißt, jetzt haben wir so einen Citizen Boost. Das heißt, wenn man so einen Citizen hat, bekommt man davon nochmal 15 Ranking Points. Ne, jetzt kann man wieder ein bisschen gucken. Bei dem, was man sich schon so überlegt hat, ich habe mir noch gar nichts überlegt, ob man da was umbauen will, so einen Citizen reinbauen will, um nochmal die 15 Ranking Points zu bekommen. Dann bekommt man jetzt nochmal 2, 4, 6 Karten und 2, 4, 6 für mich. Und dann spielen wir jetzt nochmal 7 Minuten. In der Zeit können wir auch wieder Karten kaufen, Karten verkaufen, irgendwie unser Deck neu bauen. Und wenn die 7 Minuten dann um sind, dann werden nochmal 6 Minuten gespielt. Und in den 6 Minuten können wir dann aber keine Karten mehr verkaufen. Wir können nur noch Karten kaufen, unser Deck nochmal final anpassen. Und dann, wenn die 6 Minuten um sind, müssen wir hier halt die Karten haben, die wir spielen wollen. Und dann kannst du unsere Collections gebaut haben und dann kannst du losgehen. Das heißt, jetzt drücken wir auf Start und es geht los. Und wir gucken, was hier noch so Schickes dazugekommen ist. Man kann bei Pumpen nicht ins Negative kommen, oder? Nee, ich glaube nicht. Okay, also ist die natürlich schon mal ganz cool, denn die kann man einfach aufspielen, verliert 20 Punkte. Wenn man keine hat, ist das nicht so schlimm. Also die wird man schon, und dann bekommt man beim Scoren dafür 20 Punkte. 20 Punkte für eine Karte ist schon ein ganz guter Schnitt. Das heißt, die könnte man überlegen, in sein Deck zu nehmen. Und dann kann man mal gucken, ob man da irgendwelche Karten nochmal rumspielen kann. Oder ob, das sind meine Accessories, die ich ausspiele, ich das hier irgendwie aussehen wegschmeiße. Wo ist meine Box? Habe ich die hier weggeschmissen? Nee, da muss ich, also wie man sieht, das sind halt mächtig viele Karten, mit denen man da hantieren muss. Man bekommt da aber einen Blick für. Genau, die hier. Ich könnte noch ein Accessory haben, aber ich habe keins. Das ist ein bisschen doof. Das hier waren ja 2, 4, 6, 7 Karten. Ich brauche noch 2, damit ich mir so eine tolle Goldkarte holen kann. Jetzt gucken wir, was hier bei den neuen Karten noch so dabei war. Okay, der hier kann auch noch weg, weil ich werde niemals Myth und Soldier Karten haben. Es sind nicht so wirklich viele. Clashen will ich auch nicht. Also muss noch eine Karte weggehen. Oh, ich habe den... Oh, das ist natürlich auch ganz nett. Wäre natürlich richtig geil, wenn ich da... Und den könnte man vielleicht auch spielen. Dann gebe ich nochmal die hier weg. So, und jetzt, ihr seht im Hintergrund immer so ein bisschen Uhr mitlaufen, dieser rote Balken, der sich füllt, ist auch nicht so wirklich schön. Jetzt habe ich hier 2, 4, 6, 8, 9 Karten, die kommen jetzt ganz raus aus dem Spiel und dafür kriege ich jetzt hier so eine Gold-Promo-Karte. Oh, wie langweilig ist die gleiche, die ich im letzten Spiel hatte. Und dann, ja, jetzt habe ich im Prinzip den Effekt, dass ich halt für alle R-Karten, also die hier das Element R haben, wenn die Karte aussieht, bekomme ich für jede 8 Punkte. Das heißt, davon möchte ich im Prinzip viele haben. Die Karten, die ich mir jetzt hier rausgesucht habe, die haben das quasi noch wenig bis gar nicht. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, ob ich die... Ja, passt überhaupt nicht zu meinem Deck. Ich könnte jetzt auch einfach für 8 wieder verkaufen. Puh, ich muss jetzt allmählich mal anfangen, mir echt Gedanken zu machen. Die kann ich ja wieder benutzen im Synergieeffekt mit der. Das wären schon mal ganz gut Punkte wahrscheinlich. Jetzt kann ich natürlich überlegen, ob ich das Ei damit irgendwie gewinnbringend einsetzen kann. Dafür brauche ich aber vorher erstmal Punkte. Punkte, 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 am besten 10 Stück. Da bekomme ich keine Punkte mehr. Ah, die ist jetzt natürlich schwierig, weil mit der Karte hier, ich weiß gerade nicht, warum es gerade so dunkel ist, würde ich ja 18 Punkte bekommen, wenn ein anderer Spieler eine 7- oder 8er Karte spielt. Aber das ist halt wieder die Frage, wann spiele ich? Die müsste ich ja relativ spät dann spielen, würde ich die ganzen Punkte finden. Dann spielt er vielleicht nicht mehr so eine hohe Karte. Ja, die hier bringt mir jetzt eigentlich gar nichts. Also der Tausch war nicht so wirklich gut. Für jeden unterschiedlichen Typ. Typ ist die, da habe ich 1, 2, 3 unterschiedliche, das sind 5.
Ja, da muss ich auch schon vorher. Ne, muss ich gar nicht. Ich brauche vorher irgendwas, was mir Punkte bringt. Da kann ich clashen. Das ist auch doof. Das wäre auch doof. Wie gesagt, zum Zugucken ist das jetzt wirklich nicht so super spannend. If it's your turn, flip a card adjacent to this one. If you did gain equals three times to it. Ja, ich habe gerade nicht wirklich was, was mir. Aber ich habe ja noch Geld und Geld sollte man ja raushauen. Im Prinzip will ich ja. Ich weiß nicht, ob ich R-Karten haben will. Ich kaufe einfach mal für. Was macht denn Sinn hier? Diese 1001-Nacht-Karte gibt es zweimal, also gebe ich dafür 8 Geld aus. Und dann hole ich mir die beiden und gucke, was da so bei. Ach, die kenne ich doch. Das kommt alles nicht so ganz hin, weil ich will jetzt im Prinzip erst die beiden Karten hier spielen. Dann verliere ich jeweils 20 Punkte. Kann ich aber nicht. Dann bekomme ich am Ende dafür 40 Punkte, das ganz am Ende. Dann kann ich die hier noch spielen. Dafür bekomme ich 30 Punkte. Die wird geflippt. Dann habe ich nur die Karte hier offen liegen. Dann kann ich. Daneben will ich dann den spielen. Und was ist denn, wenn die Karte geflippt ist? Hat die keinen Typen mehr, die hat kein Element mehr, die hat keine Points mehr, die ist nur noch eine Karte. Genau, aber wenn ich mit dem eine geflippte Karte kopiere und die Karte später wieder aufdecke. Die Karte kopieren geht ja nicht. Ja, aber wenn ich die jetzt nebeneinander spiele und decke die dann später durch einen Karteneffekt wieder auf, kopiert er die dann trotzdem? Ja, das ist ja ein Ongoing-Effekt. Okay. Das könnte der Schlüssel zum Erfolg sein. Ja, ich glaube, das könnten so die Karten. Ich guck mal, ob das aufgeht. Das hatten wir im letzten Spiel auch, dass so der Plan, den man da hatte, nicht wirklich aufgegangen ist. So, wir haben noch 16 Sekunden. Das ist nicht wirklich viel. Das heißt, da kann ich einfach nur sagen, ich spiele die Karte. Oder Typ 1, 2, 3. Na, ich spiele mal lieber hier den Aladdin. So, und jetzt ist die Zeit um. Das heißt, das waren schon die 7 oder die 6 Minuten? Die 7, jetzt kommen die 6 Minuten. Aha. Okay, dann ist ja alles gut. Dann wird jetzt ein Timer gestellt und jetzt bekommen wir echt keine Karten mehr? Nee. 6 Minuten, jetzt kannst du noch kaufen. Okay. Jetzt kannst du vor allem nochmal deine Collection und deine Idee durchgehen. Okay, jetzt haben wir also nochmal 6 Minuten. Das heißt, wir stellen das nicht auf Stunden, sondern hier auf 6. Und dann schiebe ich das hier mal ein bisschen aus dem Bild, weil ich glaube, dann wird das Bild auch ein bisschen heller. So, und jetzt, wie gesagt, haben wir noch mal 6 Minuten Zeit, jetzt geht's los. Wie gesagt, das ist jetzt ja so das, was ich im Deck, also im Turnier gleich spielen möchte. Und jetzt kann ich natürlich überlegen, ob ich noch eine Collection bauen will, um damit an Punkte zu kommen. Und da könnte ich jetzt eben gucken und sagen, okay, wenn ich bei dem Deck hier später bleiben will, aber wahrscheinlich werde ich das nicht tun, mal gucken. Ich glaube, da kann man auf Dauer nicht so viele Punkte mit rausholen. Und jetzt muss ich halt eben im Prinzip nach Karten suchen, die gemeinsame angrenzende Symbole haben. Wie gesagt, normalerweise redet man halt in dieser Phase eigentlich überhaupt nicht miteinander. Das ist eigentlich sehr ruhig, wo man denkt, das ist ja langweilig, total nervig. Aber das ist es nicht, weil ihr halt seid halt so viel mit Denken und Gucken und beschäftigt, dass auch die Zeit, die man hat, eigentlich viel, viel, viel zu kurz ist. So, ich habe hier natürlich auch Karten, die dieses Citizen-Symbol haben. Also wirklich viel an Punkten werde ich da nicht raushauen können. Ich könnte halt überlegen, die, aber dann werden die halt auch ganz raus. Ich habe noch ein bisschen Kohle. 2, 4 und ich kann hier noch was kaufen. Du hattest ein paar Deckboxen, ne? Lang ruhig zu. Es sind genug Deckboxen für alle da. Also ich glaube, ich kann da jetzt nicht mehr so wirklich super viele Punkte rausholen in dieser Runde. Type 1, 2, 3.
macht in der nächsten Runde das Überlegen auch ein bisschen einfacher. Ja, das sind so die beiden Sets, die ich noch bauen könnte. Und dann wäre ich jetzt im Prinzip auch schon fast fertig, glaube ich. Wobei jetzt natürlich ne, durch das nebenbei Quatschen versuchen, das Ganze ein bisschen zu erklären, ist man jetzt auch nicht ganz so tief drin in seinen Karten, wie man es normalerweise wäre. Aber wie gesagt, man muss da schon relativ schnell für lesen können und man muss das eben auch, also ich meine, was heißt schnell für lesen können, muss sie halt einmal lesen. Es dauert ein bisschen, aber die Zeit reicht eigentlich. Das mit diesen 7 Minuten ist auch nicht fix. Also man kann auch sagen, man macht 15 Minuten pro Phase oder der eine hat nur irgendwie 5 Minuten und der andere 10. Das ist natürlich doof, nervig für den anderen. So könnte man zum Beispiel unterschiedlichen Erfahrungsgrad ausgleichen, aber das ist eben so gedacht, dass man da ein bisschen flexibel sein kann. Also wenn man da jetzt so voll drin ist und sagt, ey, das ist aber voll doof in den 7 Minuten, und wenn beide sagen, hey, mit irgendwie 10 Minuten können wir da viel mehr rausholen, dann kann man auch einfach 10 Minuten machen. Wie gesagt, diese Zeit merkt man dabei einfach nicht. Ich bin jetzt schon fertig, auch wie gesagt, durchs Quatschen nebenbei. Wenn ich jetzt einfach ohne Kamera spielen würde, dann würde ich wahrscheinlich immer noch denken und grübeln und gucken noch, wo ich was machen könnte, ob ich noch die Karte irgendwie einbauen könnte, ob ich mein Set irgendwie anders umbauen kann, ob ich noch irgendwie Karten kaufen kann, aber ich glaube, diese Deckboxen sind auch immer nur bei den Basiskarten dabei. Ich könnte auch vielleicht gucken, ob ich vielleicht noch so eine Bronze-Promo-Karte hole, statt mir hier so ein komisches Set zu holen. Das heißt, da könnte ich vielleicht sagen, ich könnte mir aber auch erstmal noch Geld holen, verkaufe das Ding hier für 7. Die fand ich nicht so super geil. Und die für 6. Komm, die geht nicht mehr. Ach ja, da war ja was. Das hätte man sich dann vorher überlegen sollen. Ich das Geld schweren Herzens wieder abgeben. 1 Minute 30 noch. Gut, ich mache, das wird sich wahrscheinlich rechnen. Das sind 5 Karten. Die gebe ich weg, um mir nochmal hier so eine Bronze-Promo-Karte zu holen. Ja, da freut man sich auch drüber, wenn man so eine Karte hat. No Special Effect. 10 Punkte. Aber das wäre jetzt natürlich wieder interessant, weil ich hatte ja so eine Karte. Wenn ich irgendwie die höchste Karte habe oder so, dann ja, die gab es mal irgendwo. Ich weiß nicht, ob ich sie verkauft habe. Also ich hätte, glaube ich, irgendwie meine Karte auf Hand, die gesagt hat, wenn ich die höchste Karte in meinem Tableau ausliegen habe, dann bekomme ich dafür nochmal irgendwie extra Punkte. Nee, vielleicht war das auch im letzten Spiel. Und das ist natürlich auch wieder beim Spiel, ich bin jetzt überhaupt kein Magic-Spieler und mit diesen ganzen Living Card Games, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Leute, die da Erfahrung mit haben, dass sie gespielt haben, die werden hier viele Anspielungen drin finden, auch beim Flufftext, der teilweise drunter steht, der natürlich nichts mit dem Karten, also ne, der hat keinen Spieleinfluss, aber ist halt einfach ein bisschen stimmungsvoller Text und der wird sicher auch irgendwie Anspielungen irgendwo drauf haben und ja, das ist halt auch so eine Karte, ich meine, die bringt nüscht. Das Sterne-Ranking hier ist auch nicht irgendwo für wichtig, ne? Oh, außer für Karteneffekte. Ganz viele Sachen. Ja, aber nicht für keinen Punkt am Ende. Nee, aber für ganz viele Karten werden Sachen werden dadurch getriggert. Naja, aber an sich, wenn man nichts hat, es gibt doch eine, die macht doch 3-mal das Sterne-Ranking. Oder da kannst du mit einer Karte clashen deiner Wahl. Oder. Ja. Ja, gut, aber jetzt ist die Zeit um. Das heißt, jetzt müssen wir im Prinzip unser Deck hier schon gebaut haben. Das ist meins. Das ist meine Collection, die ich habe. Das hier ist mein Binder, die Karten, die ich halt in der nächsten Runde wieder mitnehme. Und jetzt, ja, füllen wir erstmal dann die Collection abhandeln. Das heißt, ich hätte da jetzt nur 3 Karten drin. Das heißt, in dem Fall würden wir gucken und würden halt sehen, für 3 Karten kriege ich gerade mal läppische 4 Punkte. Das sind jetzt auch wirklich richtige Siegpunkte, die ich am Spielende bekomme. Und Marcel hat 2x3 Karten, also 2x3. 8. Das sind dann quasi 8 Punkte, das heißt, da hat er schon mal doppelt so viele wie ich, hat jetzt also schon mal 2, ja, also gute 6 Punkte mehr als ich. Und dann würden wir die Karten hier quasi beiseite legen, würden jetzt das Ganze wieder umdrehen. Und dann würde man, also eigentlich hat man sich im Idealfall auch vorher schon einen Plan gemacht. Es beginnt, glaube ich, immer der das letzte Turnier gewonnen hat. Das heißt, das wäre in dem Fall nicht ich. Wir legen hier wieder die Marke hin. Und da kann man schon mal so seine Karten hier ausspielen. Teilt dem anderen auch mal freundlicherweise mit, was man da so hat, wenn man andere Sachen hat als am Anfang. Ich habe immer noch meine Starter-Sachen. Ich habe immer noch den Starter-Deck, die Starter-Deckbox,
den Starterdeck Protector und den VIP-Pass. Den hatte ich im letzten Spiel. Den Spielzug passen und als Reaction. Also wenn ich aber passe, muss ich die Karte umdrehen und dann wäre sie aus dem Spiel. Und als Reaction kann ich praktisch verhindern, dass ein Clash passiert. Ja, und dann fängt Marcel an, spielt seine erste Karte. Wie gesagt, im Normalfall hat das nicht so wirklich viel Einfluss auf mich, manchmal aber schon. Also so, da ist schon latente Interaktion drin, vor allem immer die angstvolle Interaktion, dass irgendwie was geclashed wird, dass was bei einem geflippt wird. Und da sollte man eben auch mit irgendwie solchen Accessories versuchen zu verhindern, dass das passiert. Hier habe ich den Headmaster Gamblemore. Ja, der hat auch einen interessanten Flufftext. After losing everything in the game of Wizards Bluff, he has been forced to work as a teacher to make ends meet. So kann es gehen im Leben. Ja, auf jeden Fall add the top 4 cards of the store to the aftermarket. Gain ranking points equal to their combined stars. Das kann ganz nett sein. Also, 1, 2, 3, 4, da haben wir 13. Oh, einfach für diese 13 Punkte. Dann darf ich eine Karte spielen. Ich mache jetzt einfach mein Curious Critter und verliere 20 Punkte. Check. Und würde halt am Ende 20 Punkte bekommen, wenn die immer noch dann offen liegt. Dann den bekannten Birkenstock. Lege ich auch nur hin. Dann spiele ich meine nächste Karte, den Curious Critter. Ich verliere 20 Punkte. Check. Maximilian the Mathematician kopiert einfach nur den Score-Effekt von Birkenstock. Dann spiele ich jetzt den Grand Inquisitor Melchior aus. Ich verliere 5 Punkte. Wenn ich keine habe, dann flippe ich diese Karte. Doof. Pennyfarthing. Top. Whenever another player plays a core card, aus dem Core Set also praktisch, und das ist nicht mehr Benjamins Hand, flip this card und ansonsten auch ein Score-Effekt. Ja, da muss man jetzt ein bisschen warten. Da habe ich jetzt hier das White Egg gespielt. Das kopiert einfach die Karte, die links davon ist. Es ist auch ein Ongoing-Effekt, das heißt, es passiert ständig. Momentan ist die Karte ja geflippt, also macht die einfach gar nichts. Dann Chase, the Price Sculptor. Da haben wir Choose a Card in the Aftermarket. Und add it to your binder. Gain Ranking Points equal to... Was ist das? 3 times its stars. Also nehme ich die teuerste. Nicht nur, dass ich die kriege, sondern... Binder ist das hier. Heißt, er hat 7. 7, also 21. Schon ganz nett. Also er hat jetzt schon 34, ich habe 0. Dann kann ich jetzt die Karte spielen. Fodre Ghost Hunter, Reveal a Face. Reveal a Face, also jetzt kann ich die Karte spielen. Dieser Fodre Ghost Hunter, Reveal a Face Down Card in your Tableau, gain twice its star points, also 10. Juhu, meine ersten 10 Punkte. Fertig. Dann spiele ich hier Dr. Goldlucky. Und der gibt mir auch einen Score-Effekt. Und flip this card whenever another player plays a fire card. Gut, dass ich hier noch eine Feuerkarte nicht auf der Hand habe. Ich spiele jetzt einfach den guten Aladdin. 5 Ranking Points for each different star where you're on your table. Das heißt, ich habe... 1, 2, 3, 4 verschiedene Werte. Insgesamt bekomme ich dafür also 20 Punkte, bin ich schon bei 30. Und das war's. Jetzt kann Marcel keine Karte mehr spielen. Wer hat auch schon alle Karten ausgespielt. Das heißt, jetzt würde dann die Score-Phase kommen. Da würde ich hier 20 bekommen, da 20, werden also nochmal 40 dazu, bin ich bei 70. Hier bekomme ich nochmal 30, bin ich bei 100. Und... Achso, das hätte ich auch erst beim Score bekommen, war jetzt falsch. Also 100 Punkte bekommen. Und jetzt bekomme ich hier nochmal 8 Punkte für jede Light-Karte, also 1, 2, 3, 4. Das sind 32 Punkte, das heißt, ich bin dann bei zack, 132, wenn ich nichts vergessen habe. Ich glaube nicht. Das ist auf jeden Fall ganz gut, auf jeden Fall deutlich besser als meine letzte zweite Runde, glaube ich. Ich kriege
hierfür einmal für jede Wasserkarte. Mhm. Oder? Ja, 8 Punkte habe ich 1, 2, 3, 24, 1, 2, 3, 4, 20. Dann er hier 22, wenn die Adjacents denselben Typ haben oder dieselbe Element. Mhm, Element haben sie. Haben sie, ne? Und er hier auch genau dasselbe, weil er kopiert den Effekt. Ne? Haben dasselbe. Also praktisch 2 mal 22, 44. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zack, zack. Dann sie, 24 einfach. Solange sie noch offen war. Er hat keinen Effekt. Und er nochmal 30. Boah, das hat sich doch gelohnt. So, Entschuldigung. Das war's, ne? Damit ist das Turnier zu Ende. Ich habe immer 132 Punkte gescored und ja, Marcel, der ein bisschen mehr Zeit hat zu nachdenken und nicht so viel quatschen musste, 156. Hat 156. Das heißt, das sind die Ranking Points. Das heißt, das würden wir jetzt hier auch wieder eintragen. Also 156 zu 132 und daraus ergibt sich wieder in der zweiten Runde bekommt der Erste ist 21 Punkte, der Zweite bekommt 15 Punkte. Und ja, dann würden wir jetzt noch eine zweite Runde, also die zweite Runde spielen, wo es 28 und 20 Punkte gibt für den ersten und zweiten. Und das war's. Normalerweise spielt man ja nicht das Pre-Release-Turnier. Das heißt, dann würde man die Runde 1, 2, die Final Round spielen, wo es einfach noch mehr Punkte gibt. Und jetzt gibt's hier noch einen Preis. Das heißt, wer das Turnier, also die erste Runde quasi gewonnen hat, kriegt eine so eine Bronze-Promo. Da sucht man sich, da sind verschiedene Arten von Promo-Packs drin. Also wir haben hier halt Elemental Blades und Final Badass, Legend of Final Badass, da dürfte man sich jetzt einen Typ von aussuchen und von dem würde man dann zufällig eine Karte bekommen. Was wir noch vergessen haben, was aber jetzt nichts geändert hätte, jetzt wird man noch gucken, hat man so eine Karte ausliegen, das ist im Prinzip der Fall, also ich habe hier so eine Karte liegen, Marcel hat auch so eine Karte ausliegen und dann würde man eben gucken, ob man so einen Earth Boost hat, also eine Earth-Karte habe ich, hat Marcel auch, das heißt, wir würden beide nochmal 30 Punkte dazu bekommen. Das ändert nichts, weil dadurch fühlt sich an unserer Position nichts zu ändern. Gerade im Spiel mit mehr Personen kann das natürlich wichtig sein. Gut, dann kriege ich jetzt eine Bronze-Karte. Genau, so. Bitteschön. Ich mach die oberste fertig. So, und jetzt wäre das Turnier fertig, das heißt, man nimmt alle Karten, die man hier gespielt hat im Turnier, wieder auf die Hand, nimmt seine Karten aus dem Binder wieder auf die Hand, dreht das Ding hier wieder um. Dann bekommt jeder Spieler wieder 30 Geld. Dann würden wir den Timer wieder auf 7 Minuten stellen. Dann würden wir 6 Karten bekommen und dann wird das Ganze im Prinzip vorne losgehen. Und jetzt habe ich mir ja schon mal so grundsätzlich ein Deck gebaut, wo ich halt Punkte bekommen habe, wo ich auch schon gesehen habe, okay, Marcel bekommt mit seinem Deck mehr Punkte. Also muss ich mein Deck auf jeden Fall umbauen. Das heißt, man kann jetzt überlegen, je nachdem, was man so für ein Deck hat, wie zufrieden man damit ist und was man so für Karten bekommt, ob man einfach nur dieses Deck, was man hat, ein bisschen umbaut, um da einfach noch mehr Punkte rauszuholen oder ob man sagt, okay, ich habe jetzt nochmal hier die Karten bekommen, ich habe mir nochmal neue Karten gekauft, ich fahre jetzt nochmal eine ganz andere Strategie, wo ich einfach mehr Punkte bekomme und jetzt, ne, also normalerweise, also wie gesagt, mein Deck war jetzt ziemlich am Mist, da gibt es normalerweise viel bessere Karten, viel bessere Synergieeffekten, normalerweise modifiziert man dieses Deck jetzt so ein bisschen und dann in der letzten Runde, in der letzten Phase, da hat man dann schon wirklich so einen Blick, da weiß man, okay, ich kriege im Schnitt irgendwie pro Karte irgendwie 18 Punkte oder 20 Punkte und dann hat man so sein Turnierdeck quasi schon fertig und guckt dann an Karten, okay, das kann ich da reinbringen, dann würde ich dafür irgendwie 5 Punkte mehr bekommen. Oder wenn ich die Karte spiele, die klingt geil, aber irgendwie kriege ich damit nur 10 Punkte und das ist überhaupt viel zu wenig und baut dann wirklich, also dann ist es wirklich so der Punkt angelangt, wo man wirklich nur noch sein Deck den Feinschliff macht und so ein bisschen modifiziert und ja, wie gesagt, das ist zum Zuschauen sicher nicht super aufregend. Beim Spielen ist es aber schon, also wenn man halt gerade auch solche, also ich finde halt immer genau das so nervig bei Living Card Games, deswegen ich auch Magic nicht spiele, weswegen ich auch Netrunner, also das sind alle Spiele, die ich, also gerade Netrunner spiele, die ich super gerne mag, aber wenn ich das spiele, nur das Core-Set, dann spiele ich das, hab Spaß daran und denke mir immer, du könntest viel mehr rausholen, wenn du dir so ein Deck baust. Und wenn ich mir dann so ein paar Erweiterungen habe, ich habe so ein paar Erweiterungsboxen dafür und setze mich dann mit den 1000 Karten hin und denke mir, oh nee, musst du alle Karten kennen, dich durch alles durchwursteln, dir daraus irgendwie das Optimum zusammenbauen und da habe ich einfach null Bock drauf. Deswegen finde ich solche Karten, die im Prinzip so dieses Spielprinzip simulieren, was dieses Spiel ja tut, sicher nicht ganz so tief gehen, wie es irgendwie Magic zum Beispiel macht oder auch Netrunner, aber schon so ein bisschen, dass man halt so Punkte optimiert und das greift das quasi auf, nur halt viel eleganter, viel schicker, dass man eben das einfach während des Spiels macht. Ich weiß nicht, ob ihr meine Rezension zu Codex, Card Time Strategy gesehen habt, das ist auch so, das ist wirklich ein richtig
richtig tiefgehendes Living Card Spiel, wo man aber auch den Deckbau während des Spiels macht, was man hier eben auch macht. Man hat so ein paar Möglichkeiten auf Hand, wie man sieht, das sind jetzt auch nicht allzu wenige, aber es ist noch überschaubar. Es sind halt nicht 300 Karten, die ich durchgucken muss, sondern vielleicht so 20, 30 während des Spiels, wo ich mir auch so einen groben Plan mache. Und das ist halt überschaubar. Und im Grunde seines Herzens, wenn man es ein, zwei Mal gespielt hat, ist es schon relativ einfach, weil, wie gesagt, man guckt nur, wie optimiere ich meine Punkte. Man hat dann nicht irgendwelche Effekte mit irgendwie Eis und Servern, die man sich aufbauen muss und irgendwelche komischen Avatare, die man noch spielt. Und wie gesagt, das sind jetzt so verschiedene, also das ist halt ein bisschen nervig, wenn man das jetzt ein bisschen modifizieren will, muss man halt hier die ganzen Sets wieder zusammensuchen und dann, es gibt hier halt das Obarius Hell Deck zum Beispiel oder was haben wir hier noch, ne? Gnomans Land, das sind immer so komplette Decks, die aus, weiß nicht, 8, 9, 10 Karten bestehen und da, die haben halt immer so bestimmte Stimmungen, bringen so bestimmte Sachen rein und wenn man da halt einfach ein anderes Deck für reinnimmt, dann modifiziert man das Spiel dadurch wieder so ein bisschen. Und da kann man relativ viel ausprobieren, kann man halt viel durchtauschen, hat immer wieder neue Synergieeffekte, kann immer wieder neue Kombos bauen und da, also hat man allein in dem Spiel, was es hier so noch alles drin gibt, nur mit dem Basisspiel, schon ganz, ganz, ganz viel Luft, um da richtig viel auszuprobieren. Und ich, wie gesagt, ich war sehr, sehr positiv überrascht davon. Man ist da halt so voll drin. Das klingt zwar irgendwie, also ich glaube, wenn man das so hören würde, wenn man irgendwie erzählen würde, ja, du hast so ein Spiel mit irgendwie 7 Minuten, wo du dein Deck baust, nochmal 7 Minuten, wo du das Deck baust, nochmal 6 Minuten. Das klingt immer erstmal so nach, boah, 20 Minuten rumsitzen und aber da, man ist echt am gucken. Die Zeit ist so schnell rum, das ist echt unfassbar. Und das sorgt eben auch dafür, dass das Spiel, ob man, wie schon gesagt, ne, mit 2 oder 5 Spielern, man kann es immer, also wie gesagt, diese Phase am Ende, wo man das abhandelt, die machen halt nicht alle gleichzeitig, die Kaufphase schon. Das heißt, es dauert vielleicht zu 5, würde ich mal schätzen, vielleicht 10 bis 15 Minuten länger als in 2 Spielern. Und das ist ja bei eher wenig Spielen der Fall. Also gerade bei so Punkteoptimierungsspielen, wo einfach alle normalerweise in meiner Reihe nach dran sind, da dauert das dann mit doppelt so viel Spieler meist noch doppelt so lange. Und das finde ich hier halt eben schön, dass es nicht der Fall ist. Und die Zeit, so diese ja, 60, 90, maximal 120 Minuten, die das dauert, die vergeht auch wie im Fluge. Also wie gesagt, erst 2 Partien gespielt, so abschließend viel kann man dazu noch nicht sagen. Aber der erste Eindruck ist sehr, 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 sehr positiv, sehr spaßig, sehr unterhaltsam. Und falls ihr wissen wollt, wie Millennium Blade so grundsätzlich funktioniert, hoffe ich, dass ihr jetzt einen guten Einblick bekommen habt. Wenn ich das Video fertig geschnitten habe, werde ich mal gucken, ob das so Sinn macht, ob ich nochmal Neues machen muss. Aber ich glaube, man hat schon zumindest einen Einblick ins Spielgefühl bekommen. Und also wenn das Video für euch informativ und hilfreich war, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben, lasst mir gerne einen Kommentar da, abonniert den Kanal. Und ich hoffe, euch dann bald in einer meiner anderen Videorezensionen wiederzusehen. Sage bis bald und tschüss.